Guten Abend, liebe Zuschauer. Mit Disco-Sound, mit 275 Tanzschülern im Alter von 16 bis 18 Jahre, mit dem beliebten Tanzorchester Hugo Strasser begann diese Weltmeisterschaft kurz nach 20 Uhr in der Olympiahalle, die mit 7000 Zuschauern voll besetzt ist. Und München ist ja so etwas wie die Hochburg des Rock'n'Roll und auch da sehen Sie die Weltmeister Johann Radberger und Gabi Reuter. Darf ich Ihnen die Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft die Vorstellung der 31 Paare aus 20 Ländern. Greg Smith und Marion Helene. Greg Smith und Marion Helene aus Australien waren Vierte bei den Profi-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in London. Ebenfalls aus Australien, Alex und Julie Chambry. Die Chambrys ebenfalls aus Australien. Aus Belgien, die Startnummer 3, Guido und Ilse de Smet-Campi. Und die Startnummer 4, Karel und Nicole Minjendonks. Das sind die beiden belgischen Paare, die international noch nicht sehr bekannt sind. Und aus Kanada gekommen, die Startnummer 5, Erik und Anna de Voist. Und mit der Startnummer 6 starten John und Willy Horten. Sie sehen zugleich die Farben, da ist grün in allen Variationen. Für Dänemark ebenso pink, Pinguin, und jetzt rosafarbene, weiße. Ole Sten Nielsen und Jette Elvers, Sechste bei den Europameisterschaften in diesem Jahr. Aus Finnland. Kalle Malo und Erja Sisko Olilla. Richard und Janet Cleave. Das sind die Weltmeister, die Titelverteidiger. Richard und Janet Cleave, sechsmal Weltmeister. Heute verteidigen sie den Titel zum siebten Male. Und das sind ihre schärfsten Gegner. Michael und Vicky Barr, ebenfalls aus England. Und den weiten Weg aus Japan zu uns gemacht haben das Paar mit der Startnummer 13, Suisia und Fumiko Honda. Artusio und Maero, das Paar aus Italien. Und Aiko Nakagawa. Die Japaner, Honda und Nakagawa, zwei Paare, nicht die allerstärksten. Die Kizukas und die Toris sind in Japan, weil dort zurzeit die nationalen Meisterschaften ausgetragen werden. Und die Startnummer 16, Verdi Novak und Vittoria Tomic. Zwei Paare also aus Jugoslawien. Für Luxemburg am Start die Nummer 17, Roland und Annette Kona. Das Paar Kona aus Luxemburg. Und mit der Nummer 18, Guy und Maris, Therese Emmeringer. Auch die Emmeringers kommen aus Luxemburg. Für die Niederlande starten 19, Jap und Greet Terbeek. Aus Holland das Paar Nummer 19, Terbeek. Die Vorrunde also mit 31 Paaren, die Zwischenrunde wahrscheinlich mit 2x7 Paaren, also mit insgesamt 14 und dann die Endrunde mit voraussichtlich 6 Paaren. So sieht das Programm aus. Thor Flosvig und Mette Bjerkas. Thor Flosvig und Mette Bjerkas aus Norwegen, Fünfte der Europameisterschaften in diesem Jahr. Die Nummer 22, Walter Aigner und Ingrid Zell. Aus Österreich, Walter Eichel. Für Schottland, die Nummer 25, Jan und Christine Stevenson. Das Paar Jakubowski aus Polen. Entschuldigung, das ist die Nummer 23, Polen, Andrea und Janina Jakubowski. Und jetzt kommen wir zur Startnummer 25 für Schottland, Jan und Christine Stevenson. Aus Schottland, die Stevensons. Für die Tschechoslowakei, das Paar mit der Startnummer 27, Alois und Milena. Aha, Orschak. Es sind also dann nur 30 Paare. Aus der Schweiz fehlen Hubert und Irene Scharmer. Sie waren heute Nachmittag beim Training dabei. Aber Irene Scharmer hatte Fieber Orschak. Über 39 Grad. Und damit konnten die beiden heute nicht antreten. Also sind es 30 Paare. Für die USA startet das Paar mit der Startnummer 29, John Kimmins und Beverly Taylor. Und die Nummer 30, Steven und Rita Kulik. Zwei Paare also aus den USA mit der Nummer 29 und Nummer 30. Steven und Rita Kulik.
Und zum Schluss und die beiden deutschen Paare. Deutschland starten das Paar mit der Startnummer 31, Werner und Ingrid Führer. Die deutschen Standardmeister, der Profi ist zum ersten Mal bei einer Profi-Weltmeisterschaft dabei. Das Paar aus Hamburg. Und das Paar mit der Startnummer 32. Und Damian und Patsy Hall, das Geschwisterpaar aus Osnabrück, die zweiten der deutschen Meisterschaft. Beide deutschen Paare hoffen, in die Endrunde zu kommen. Das schon wäre ein Erfolg für sie. Mixtep. 52 Takte der Minute. Dieser Tanz voller Übermut und prächtiger Laune, Heidorn lustig. Perlende, hüpfende Schritte, gelaufene Drehungen und dann der Woodpecker-Step auf der Stelle. Titelverteidiger Janet und Richard Glebe aus England. Der erste Eindruck nach der Vorrunde, soweit sie bisher gelaufen ist, es wird einen harten Kampf geben um die 6 Endrundenplätze. Es gibt so 7, 8 Paare, die es schaffen können. 2 werden also draußen bleiben. Die beiden deutschen Paare haben gute Aussichten, die beiden englischen Paare, das Paar aus Australien und auch die beiden Japaner sind sehr gut. Dazu kommt das Paar aus Dänemark und das Paar aus Norwegen. Vince und Beverly Taylor aus den USA. Der 14, Sao und Eiko Nakagawa. Und mit der Nummer 8, Kalle Malho und Arja Sisko Olila aus Finnland. Hier Damian und Patsy Hall, das zweite deutsche Paar, das Geschwisterpaar aus Osnabrück. Die dritte Gruppe ebenfalls zum Quickstep, bitteschön. Uwe Strasser hat das ganze musikalisch fest im Griff. Mit der Nummer 21, ja, das waren links hier mit der Nummer 3, das ist Ido und Ilse des Wettkambi aus Belgien. Aber da merken Sie den Unterschied. Mit der 15 Drago und Verena Zulek aus Jugoslawien. Auch da ist deutlich ein Abstand zur absoluten Spitze zu spüren. Der 27, Alois und Milena Dvorak. Es gibt hier 2 Dvorschaks, Alois und Pavel, die mit ihren Frauen hier tanzen. Und hier wieder mit der 21 das finnische Paar, das gute Aussichten hat, die Zwischenrunde auf jeden Fall zu erreichen. Torflos, Weg und Mette Bjerkas.
ganz links der Weltmeister. Das ist sein stärkster Tanz. Hier kommt sie mit der Nummer 10. Janet und Richard Leaf. Mit dem typischen Waltz-Feeling. Nakagawa aus Japan. Auch ein Favoritenpaar. Vierte bei den letzten Weltmeisterschaften. Er hat in der Vorrunde hervorragend getanzt, den besten Tango und einen starken Quickstep hingelegt. Jetzt im Mittelpunkt der Fläche. Suohisa und Fumiko Honda. Michael und Vicky Barr aus England, die großen Konkurrenten von Gleaves. Bei den britischen Meisterschaften gewannen sie, weil das Paar Gleaves nicht antrat und niemand weiß so recht, warum nicht. Der Tango. Wieder Richard und Janet Cleave. Und Nakagawas.
Nummer 1, Greg Smith und Marion Nelligan. Tango, der Tanz der Zwiespältigkeit, des Wechsels zwischen harten und weichen Bewegungen, einmal hart, ruckartig und männlich und einmal weich und, die zweite und fast weiblich, Dynamik und Sanftmut in einem Tanz. Und es kommt dabei nicht auf harte Beinbewegungen, sondern auf schnelle Körperbewegungen an. Angestellte Kontrolle, aber keine Programme. Das ist das Ziel. Dieses Paar kennen Sie inzwischen. Ingrid und Werner führen. Mit der 19 Jaap und Greet de Berg aus Niederlanden. Und mit der Nummer 11 wieder Michael und Vicky Parr aus England, die zweiten der letzten. Das sind die Finnen, Thor Flosvig und Mette Piakas, die fünften der Europameisterschaften. Die Japaner Hondas. Und der noblen Schönheit, vornehm, lässig, fliegende, weiträumige Gehbewegungen. Auch eine ganz starke Grenze der Titelverteidiger. Hier mit der Nummer 20, René und Janni Bernards. Ja, das sind die beiden Holländer. In einem Kleid und hier wieder die Weltmeister in einem Kleid, das eine goldene Farbe hat. Das ist der stärkste Tanz neben dem English Waltz, den die Cleaves im Repertoire haben. Sehr elegant, sehr diszipliniert. Greg Smith und Marion Alain. Im Tempo eine gewisse Ähnlichkeit mit dem English Waltz, nur sportlicher Wettkampf.
das norwegische Paar gewesen und das sind wieder die Norwegen. Mit der 25 Jan und Christine Stevenson. Na und der Werner Führer lache, er lächelt. Er ist ja Finanzbeamter, hat aber heute den Scharfblick des Steuerfahnders mit dem Lächeln eines Schokoladeverkäufers vertauscht. Und das ist gut für diese Entscheidung hier. Der fließende Walzerschwung mit seinem nach vorn drängenden Trio. Hohe Geschwindigkeit, 60 Takte im Minute. Stevensons aus Schottland mit der 25. Der ganz große Schwung fehlt hier. Der ist bei Alex und Julie Schempty schon größer. Und hier natürlich bei Michael und Vicky Bär auch. Wer erreicht die Endrunde? Die letzte Möglichkeit, noch etwas zu zeigen. Und bei einigen sind die Abstände ganz knapp. Der Weltmeister, der kommt weiter, keine Frage. Und Berlin aus Australien mit der Nummer 1. Die Führers. Letzte Möglichkeit auch für das norwegische Paar. Torflosvik und Mette Bjerkas mit der Nummer 21. Hier die kleine Blonde, sie ist die kleinste, hat die höchsten Absätze, aber Sie wissen ja, die hohen Absätze hat eine kleine Bohrfunken, die immer
nur auf die Stirn geküsst wurde und das endlich live war. Das ist sie. Das zweite australische Paar, Alex und Julie Chambry in der Nummer 2. Mit der Nummer 11. Nun von den Standardtänzen zu den lateinamerikanischen Tänzen. Vor einer Woche fanden in der Schweiz die Weltmeisterschaften in dieser Disziplin statt. Die Spezialisten, die lateinamerikanischen Tanzspezialisten, haben dort ihren Titel ausgetanzt. Wenn sie so sieht, ein Wertungszettel aus. Ein Tanz dauert 90 Sekunden und trotzdem sollen die 7 Preisrichter alle Paare in den 90 Sekunden so genau beobachten, dass sie sie bewerten können. Aber inzwischen eine Show-Einlage. Das Weltmeisterpaar der Profis in den lateinamerikanischen Disziplinen, Alan und Hazel Fletcher aus England. Vor einer Woche wurden sie zum dritten Mal Weltmeister. Ah, das war die falsche Musik.
Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Alan und Hazel Fletcher und unser Fernsehbeauftragte des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes, Herr Helmut Schäfer, lässt es sich natürlich nicht nehmen, diesen Blumenstrauß an Hazel selbst zu überreichen. Ich darf Ihnen die 6 Paare vorstellen, die sich für diese Endrunde qualifiziert haben. Das ist sensationell. Aus Australien, die Startnummer 1, Greg Smith und Marion Ellen. Aus Australien, erwartungsgemäß die beiden. Sie waren im vergangenen Jahr schon Vierte bei den Profi-Weltmeisterschaften in London. Aus England, die Startnummer 10, Richard und Janet Cleave. Zweite der letztjährigen Weltmeisterschaft. Nein, das sind die Weltmeister, die Titelverteidiger. Janet und Richard Cleave, 6-mal Weltmeister. Michael und Vicky Barr. Und jetzt ihre schärfsten Gegner. Michael und Vicky Barr, die Zweiten der vorjährigen Weltmeisterschaft, die Ersten der diesjährigen britischen Meisterschaft. Und aus Japan, die Startnummer 14, Isao und Aiko Nakagawa. Die Nakagawas aus Japan, besser als die Hondas. Das ist für dieses Paar ein großer Erfolg. Und aus Deutschland, das Paar mit der Nummer 31, Werner Führer und Ingrid Führer. Die Führers aus Hamburg, zum ersten Male dabei und gleich in der Endrunde. Das hatten sie beide nicht gedacht. Und die Nummer 32, Damian und Patsy Hall. Und genauso gut Damian und Patsy Hall, das zweite deutsche Meisterpaar. Jetzt geht es um die Plätze. Und nun darf ich zum ersten Tanz bitten. Ich würde sagen, für unsere Paare um die Plätze 4, 5, 6. Bei dieser ersten Wertung für den langsamen Walzer die Wertungsrichter noch einmal vorstellen. Aus Finnland, Ake Blomqvist für diesen langsamen Walzer, für das Paar mit der Startnummer 1. Also für Smith Ellen zieht der Finne eine 3. Herr Bob Burgess aus Großbritannien für das Paar mit der Startnummer 1 eine 3. Der britische Preisrichter Herr ebenfalls eine 3. Aus USA. Für das Paar mit der Startnummer 1 ebenfalls die 3. Jeffrey Fels aus USA, eine 3. Herr Omeo Maruyama aus Japan für das Paar mit der Startnummer 1, die 3. Ja, alle sind sich einig. Herr Rudolf Trautz aus Augsburg für das Paar mit der Startnummer 1, ebenfalls die 3. Rudolf Trautz aus Augsburg, Herr der frühere Weltmeister. Aus Wien, die 6 für das Paar mit der Startnummer 1. Und Herr Robert der Österreicher Wagner greift die 6 und der Australier Wrightson die 4. Nun die Wertung für das Paar mit der Startnummer 10 für diesen langsamen Walzer, bitte jetzt. Für die Weltmeister. 1-1-1-1. 7-mal die 1, damit haben Sie diesen Tanz gewonnen. Janet und Richard Leaf. Die Wertung für das Paar Nummer 11, bitte schön. Für Michael 2, und Vicky Barr. 2 und die 2. Klar, der zweite Platz in diesem Tanz für das zweite britische Paar. Erwartungsgemäß. Für das Paar Nummer 14, bitte schön. Für die Nakagawas. 6, 6, 5, 6,
5 und die 6. Aha, es geht also um den vierten Platz zwischen Führer und Hall in diesem Tanz. Und nun zur Wertung für das Paar mit der Startnummer 31, bitteschön. Die Führer. 4, 4, 5, 4, 4, 3, 3. Das ist der vierte Platz in diesem Tanz für die Führer. Sie sind froh, das hatten Sie und nicht erwartet. Und noch die Wertung für das Paar mit der Startnummer 32, bitteschön. Die Wertung 5, für die Hals. 5, 4, 6, 5, 4, 5. Also der fünfte Platz in diesem Tanz. Und nun darf ich die Paare zum zweiten Tanz dieser Endrunde bitten. Tango, bitteschön. Kann schon eine gewisse Vorentscheidung fallen, wenn die Bachs hier und nicht aufholen. Und wir kommen wieder zu einer offenen Wertung für diesen Tango. Zuerst die Wertung für das Paar. Nummer 1, bitteschön. Couple number one, please. 3, 2, 2, 3, 6, 5, 3. Und die Wertung für das Paar mit der Startnummer 10, bitteschön. Für den Titelverteidiger. 7-mal die 1. 7-mal die 1. Ja, damit scheint mir alles gelaufen zu sein, denn den Slowfox, den schaffen die Gleaves wahrscheinlich auch noch. Das sind bitten die Wertung für das Paar mit der Startnummer 11, bitteschön. 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Sie bleiben auf dem zweiten Platz, Michael und Vicky Barr. Und jetzt die Wertung für das Paar mit der Startnummer 14, bitte. 6, 5, 6, 4, 3, 6, und die 6. Das war die Wertung für die Nakagawas. Und nun, meine Damen und Herren, die Wertung für das Paar mit der Startnummer 31, bitte jetzt. Für die Führer. 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4. Und die Wertung für diesen Tango, das Paar Nummer 32, für bitte die schön. 5, 6, 4, 6, 4, 3, Couple number 32. Was hat der letzte Preis? Und die 5. Die 5. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Und ja, damit bleiben die Führers auf dem vierten Platz. In den Standardtänzen zum Foxtrott. Thank you.
müsste man an Salzspannen oder Schmierseife aufs Parkett werfen. Sie sind die Besten der Welt. Janet und Richard Lee, Sie werden heute zum 7. Male Weltmeister. Keine Frage. Dankeschön für diesen wunderschönen Slow Foxtrot. Wir kommen wieder zur Wertung für diesen Slow Fox. Das Paar mit der Startnummer 1, bitteschön. 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4. Die Wertung für das Paar mit der Startnummer 10, bitteschön. 7 mal die 1. Und die Wertung für das Paar mit der Startnummer 11, bitteschön. 2, 2, 3, 2, 2, 2 und die 2. Und ich darf bitten, die Wertung für das Paar mit der Startnummer 14, bitte. 4, 5, 6, 5, 6, 6 und die 6. Oh ja, ich würde sagen, meine Damen und Herren, ein 6. Platz bei einer Weltmeisterschaft hat auch wesentlich mehr Applaus verdient. Ganz bestimmt. Und nun zur Wertung für das Paar mit der Startnummer 31. Bitte schön, 6, 4, 4, 4, 5, 5 und die 3. Und nun zur Wertung für das Paar mit der Startnummer 32. 5, 6, 5, 6, 3 und die 5. Nun darf ich unsere Endrundenteilnehmer zum Wiener Walzer bitten. Wir kommen zur Wertung für diesen Wiener Walzer. Das Paar mit der Startnummer 1, bitteschön. 4, 4, 2, 4, 6, 5 und die 3. Die Wertung für das Paar mit der Startnummer 10, bitteschön. 1, 1, 1, 1, 1, 1 und die 1. Und die Wertung für das Paar mit der Startnummer 11, bitteschön. 5, 3, 3, 2, 3, 3 und die 2. Die Wertung für das Paar mit der Startnummer 14, bitteschön. 6, 2, 6, 5, 5, 6 und die 6.
Dann darf ich um die Wertung bitten für das. Wir müssen wiederholen nochmal. Die Wertung bitte schön noch einmal für das Paar mit der Startnummer 14. Once more please for couple number 14. Nochmal die Wertung für das Paar mit der Startnummer 14. 14. 6, 5, 6, 5, 5, 6 und die 6. Und nun zur Wertung für das Paar mit der Nummer 31, bitteschön. 2, 2, 4, 31, please. Couple number 31, please. 3, 2, 4 und die 4. Und die Wertung für das Paar mit der Nummer 32, bitteschön. 3, 6, 5, 6, 4, 2 und die 5. Und nun zum letzten Tanz der Vorrunde zum Quickstep. Ja, und ich darf in dieser Endrunde für diesen Quickstep ein letztes Mal die Wertung abrufen für das Paar mit der Nummer 1, bitteschön. 4, 4, 2, 3, 5, 4 und die 3. Für das Paar mit der Startnummer 10. 1, 1, 1, 1, 2, 1 und die 2. Und die Wertung für das Paar mit der Startnummer 11, bitteschön. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Und die Wertung für das Paar mit der Startnummer 14, Couple Number 14, 6, 5, 6. Die Nakagawas 4, bleiben 6, auf dem 6 und die 6. sechsten Platz. Ganz klare Geschichte. Die Gleaves haben gewonnen. Und zur Wertung für das Paar mit der Startnummer 31. Zweite sind Barr. 4, 3, 5, 5, 3, 5 und die 4. Und die Führers bleiben in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz. Die Hals sind 5. Die freuen sich, die Hamburger. Sie 32, sind 5, 6, also 4, gleich auf 6, Anhieb 4, auf den vierten Platz 5. gekommen. Und die Hals sind Fünfte. Zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft. Das ist also eine inoffizielle Rechnung. Die Führers haben überall den Vierten gemacht. Im Wiener Walzer wurden sie sogar Dritter und haben da einmal das australische Paar vom dritten Platz verdrängen können. Für Hugo eine Leichtigkeit, denn es ist hier in München in der Olympiahalle ein echtes Heimspiel, was ihr da macht. Sehr verehrte Damen und Herren, kommen wir zur Siegerehrung
dieser Weltmeisterschaft der Professionals in den Standardtänzen. Und den sechsten Platz erreicht hat das Paar mit der Startnummer 14 aus Japan, Isao und Aiko Nakagawa. Die Japaner also auf Platz 6. Couple number 14, please. Das Paar aus Japan, Isao und Aiko Nakagawa. Ein großer Erfolg für dieses Paar, dass die großen Paare Kizuka, Tori hier würdig vertreten haben. Im Deutschen Tanzlehrerverband ist diese Siegerehrung vorzunehmen. Auf dem fünften Platz gelandet ist das Paar mit der Startnummer 32, Damien und Patsy Hall. Das Geschwisterpaar aus Osnabrück. Er, der Damian Hall, hat ja eigens die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, um Deutschland bei solchen Meisterschaften vertreten zu können. Er ist ja geborener Engländer. Seine Schwester ist immer noch Engländerin. Für das Paar mit der Startnummer 31. Gerd Hedrich, der Ehrenpräsident des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes, überreicht die Blumensträuße. Und die Führer beim ersten Auftritt in einer Weltmeisterschaft gleich auf dem vierten Platz. Na, das ist ein großer Erfolg. Ja, und damit kommen wir schon in die Medaillenränge auf dem dritten Platz. Unsere Gäste aus Australien, das Paar mit der Startnummer 1. Erwartungsgemäß. Und Marion Hélène. Die Australier Smith Elaine, im Vorjahr vierte, in diesem Jahre dritte. Sie bekommen die Bronzemedaille. Blumenstrauß und zweiter Medaille Platz gibt es für das Paar mit der Startnummer 11 aus Großbritannien, Michael und Vicky Barr. Wie im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz der Weltmeisterschaft, Michael und Vicky Barr, die es also nicht geschafft haben, die Gleaves vom Thron herunterzustoßen. Aber sie waren näher dran, als das manchmal im Ergebnis. Und Sieger und alter und neuer Weltmeister, das Paar mit der Startnummer 10, Richard und Janet Gleave aus Großbritannien. Souverän, vollkommen in ihrer Harmonie, überzeugend in der Ausdruckskraft. Janet und Richard Gleave, die jetzt schon fast so etwas wie eine Legende sind. Man kann Standardtänze kaum besser interpretieren als diese beiden. Siebenmal hintereinander Weltmeister. Und dafür unser Siegerpaar und neuer Weltmeister tanzt uns als Ehrentanz den Lieblingstanz der Engländer, den Slow Foxtrot. Das ist ihr Tanz, der Slow Fox. Wo sie ihren weichen Schrittansatz, das Austanzen aller Bewegungen so richtig demonstrieren können. Janet und Richard Gleave, die besten Standardtänzer der Welt. Sein werden, das ist eine noch offene Frage. Das wollen die beiden erst Anfang des nächsten Jahres entscheiden.